Jawohl. Ja, habt ihr auch schon mal überlegt, einen Staketenzaun im Garten zu haben? Mir kam die Idee jetzt, wo wir in den neuen Garten gezogen sind, und ich muss echt sagen, ich bereue es nicht. Optisch ist es auf jeden Fall eine schöne Abgrenzung jetzt zu unserer Streuobstwiese. Und ja, im heutigen Video, da soll es darum gehen, wie wir diesen Staketenzaun aufgebaut haben und alles, was ihr dabei beachten müsst. Viel Spaß beim Video und los geht's! Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ja, ihr habt schon im kleinen Vorspann gesehen, heute geht's um Staketenzäune. Habt ihr auch einen im Garten? Lasst es mich gerne mal wissen in den Kommentaren. Oder falls ihr euch einen überlegt, im Garten anzuschaffen, dann ist dieses Video genau für euch richtig. Heute stelle ich euch mal den Staketenzaun von Bugatti vor. Ich habe euch die mal in der Videobeschreibung verlinkt. Dort habe ich diesen Zaun hier bekommen, insgesamt 50 Meter und zwei Zaunelemente. Ich zeige ihn euch gleich genauer und an dieser Stelle schon mal ein schönes, großes Dankeschön an Bugatti, dass sie unseren neuen Garten hier mit dem Staketenzaun unterstützen. Ja, dieses Stück Staketenzaun haben wir bereits am Umbautag hier, wo wir in unseren neuen Garten gezogen sind, aufgebaut. Unter anderem mit der Gartensprosse, mit Arts Garten, aber auch mit Johanna von Johannas Landleben und Küche. Viele prominente YouTube-Gärtner waren hier und haben an diesem Zaun mitgewirkt. Und wie das alles entstanden ist, das zeige ich euch jetzt in ein paar Clips vom Umbautag. Also ich stehe zwar gerade nur daneben, aber ich habe heute auch schon sehr viel getan. Ja, komm. Jawohl. Läuft doch. Ich würde die andere nehmen. Versuch mal. Noch weiter. So ist gut. Ja. So. Jetzt ist halt das Ding. Wir hätten eigentlich. Ja, der Zaun ist an unserem Umbautag entstanden und viele haben daran mitgewirkt. Jetzt machen wir aber selber nochmal in Ruhe ein Stück vom Staketenzaun, denn wir haben noch 16, 17 Meter über und die werden jetzt noch am Beet entlang kommen. Wir haben uns gegen ein Quadrat entschieden. Es war erst geplant, dass wir ein viereckiges Quadrat machen mit Zaunelementen darin, einen kleinen Bauerngarten. Das war uns jetzt aber auf dieser Fläche dann doch zu einengt und wir haben uns einfach für so einen offenen Zaun als Abgrenzung entschieden. Den bauen wir jetzt und den zeige ich euch mal. Gerade bei den Highlights habt ihr gesehen, wie man das machen kann, wenn man Profigeräte dabei hat, Arztgarten hat mit einem sehr großen Vorschlaghammer draufgehauen oder wir haben auch mit der Radladerschippe draufgehauen. Das alles braucht ihr aber nicht. Es reicht ganz einfach ein Akkubohrer, ein paar Schrauben und eine Mistgabel oder eine Schaufel, um den Zaun zu spannen. Wie wir den Zaun jetzt aufbauen, ich zeige es euch noch mal ein bisschen. Kommentiert von mir zeige ich euch jetzt, wie wir den Zaun hier genau aufstellen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare hier, wie ihr auf dieses Video gekommen seid. Sucht ihr speziell nach Staketenzäunen? Ist das Thema für euch interessant? Oder seid ihr einfach Zuschauer von meinem Kanal und habt deshalb auf dieses Video geklickt? Lasst es mich gerne mal wissen. Ja, Staketenzäune kamen hier in einer 5-Meter-Rolle, davon hatten wir insgesamt 10 Stück. Auch hier haben wir jetzt schon einen Staketenzaun aufgebaut. Die Pfosten stehen auch schon in der Erde. Wenn wir hier einmal auf den Abstand schauen, wir haben uns für einen engen Abstand hier entschieden. Ja, ziemlich so 1,5 Meter, das ist so ungefähr der Abstand. Können wir nochmal gucken hier.
Schritt von einem Pfosten, 1 Meter und dann nochmal so einen halben. 1,5 Meter maximal haben wir hier zwischen gelassen, damit der Zaun auch schön stramm ist. Den spannt man aber sowieso gleich mit einer Schaufel oder einer Mistgabel, wie das seht ihr sofort. Vorne am Anfang von unserem Garten, da haben wir den Staketenzaun schon aufgebaut. Hier steht auch unser Weinfass in der Ecke, das werden wir noch hier super drin einbauen. Und dahinter beginnt quasi dann das Beet, hier in der Abrundung. Ja, und so ein Staketenzaun ist doch echt was Feines, oder? So, also wir haben einmal unseren Akkubohrer, dann haben wir hier Schrauben, 5 cm mal 5 mm Breite, 2 Tüten, die gibt es auch noch mit 4,5 cm, die haben wir aber schon aufgebraucht. Dann haben wir hier so einen kleinen Vorschlaghammer, um die Pfähle reinzuhauen und die Schippe da zum Spannen. Ja, los geht's. So, und jetzt wird der gespannt hier mit der Schippe und dann festgebohrt. Ja, und die ersten zwei Elemente stehen. Jetzt haben wir noch 2 Rollen und das kleine Stück hier vor uns. Ja. So, Zaun ist fest. Jetzt steht er fast fertig. Wichtig ist, dass ihr den immer ein bisschen quasi über die Erde schweben lässt, sonst wird der unten sehr schnell von den Witterungen eingeholt und ja, so hält er einfach viel, viel länger. Ja, so, das Stück steht ungefähr 15 Meter und eine ungefähre Arbeitsdauer von 35 Minuten. Ich denke, das ist schon ganz ordentlich. Ja, und sind wir mal ehrlich, so ein Staketenzaun, das ist jetzt nicht der allerstabilste Gartenzaun, den man sich im Garten holen kann. Aber dafür soll er ja auch nicht sein. Staketenzäune im Garten aufbauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut gerne mal beim Sponsor dieses Video vorbei. In der Videobeschreibung verlinkt Bugardi, da habe ich die Staketenzäune gefunden. Wenn ihr bei Google Staketenzäune eingebt, dann kommt die Seite aber auch als erstes. Einfach mal reinschauen, super Staketenzäune, ihr habt sie ja hier schon im Test gesehen. Werde ich euch auf jeden Fall ja auch in den nächsten Videos immer wieder zeigen, wie die sich so entwickeln. Denn eins steht fest, mit der Witterung, da werden die natürlich das Aussehen verändern. Es muss nicht schlechter sein, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die so im halben Jahr aussehen. Dann werden wir nochmal ein kleines Fazit zum Staketenzaun ziehen, also im Frühjahr, wenn der Winter vorbei ist. Ja, großes Dankeschön an Bugardi und an euch alle fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Staketenzäune, euer Feedback, eure Meinung zu Staketenzäune in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis demnächst und ciao.